Herr Hermann, jetzt zu Ihrem Husarenstück. Wann und warum haben Sie sich zu dieser 33 Seiten, ne, hatte diese Klage vor dem Verfassungsgericht? Ja. Sie sind ja selber Volljurist. Haben Sie das selber? Ich hatte zwei Mitarbeiter in meinem Büro. Einer ist Jurastudent, eigentlich sehr begabt. Und der andere ist ein junger wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch guter Jurist. Die haben mir schon sehr geholfen, aber geschrieben und auch die Idee entwickelt, was ist eigentlich der Antrag und warum dann und so, ja. Das habe ich schon selber gemacht. Was war der Gedanke? Was hat Sie dazu gemacht? Was war der Auslöser erstmal? Also mir missfällt schon seit langem, auch in der Merkel-Zeit, das habe ich auch öffentlich gemacht, mit leider weniger Aufmerksamkeit. Sie haben ein Buch darüber geschrieben sogar. Da gibt es ein ganzes Kapitel, neue Gesetze für die Gesetze. Genau. Mir missfällt, dass der Bundestag immer kürzer über die Dinge berät. Und dabei entstehen sehr viele handwerkliche Fehler. Da geht es gar nicht um die Frage, jetzt Gasheizung oder Ölheizung, es geht um die Frage, wie sind die eigentlich handwerklich? Und diese handwerklichen Fehler führen ja bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Unternehmen dazu, dass sie Anwälte fragen und sagen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Genau. Und jeder kann dann alle interpretieren. Sich über Bürokratie. Ich glaube auch, dass alle meine Kollegen im Deutschen Bundestag gerne weniger Bürokratie hätten. Aber wir schaffen mit diesen handwerklichen Fehlern ganz viel Bürokratie. Und das stört mich seit langem. Und jetzt hat die Ampel das Problem verschärft. Ich habe heute vom wissenschaftlichen Dienst eine Ausführung bekommen, dass die Durchschnittszahl der Beratungstage in der Ampelphase um 35% nochmal zurückgegangen sind, über alle Gesetze. Also die Tage, die das im Bundestag liegt. Ein Drittel weniger. Und dann habe ich mich wahnsinnig geärgert über die EU-Notfallverordnung. Das ist jetzt für die Zuschauer wahrscheinlich als ein Gesetz jedenfalls, dass sie in unverschämter Weise durchs Parlament gebracht haben. Und dann habe ich damals schon überlegt, ob ich klage. Ich bin auch relativ sicher, ich hätte das gewonnen, aber ich hätte die EU-Notfallverordnung damit insgesamt zu Fall gebracht. Und das fand ich unverantwortlich im Sinne des Klimaschutzes. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und okay. Dann, das habe ich aber gesagt. Das habe ich Robert Habeck gesagt. Das habe ich den Fraktionsvorsitzenden aller drei Ampelparteien gesagt. Es ist nicht so, dass die da alle vom Stuhl gefallen sind. Ich habe gesagt, Leute, das geht so nicht. Und ich bin ja schon gehört worden, aber passiert ist nichts. Dann hat Frau Baas diesen Brief geschrieben, also die Parlamentspräsidentin. Und dann lief das ja mit dem Heizungsgesetz, das ging ja sehr streitig zu, das ist ja auch hier in der Sendung schon mehrfach behandelt worden, das muss ich ja nicht wiederholen. Und dann war immer klarer, dass sozusagen der eigentliche Beratungszeit, der schrumpfte sozusagen täglich zusammen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch jetzt eine Idee, weil ich jetzt nicht weniger Klimaschutz mache, aber ich sozusagen dem Bundestag einfach mehr Beratungszeit erkämpfe. Und das war mein Ziel. Das Ziel habe ich ja auch erreicht. Und also ich fand den Auftritt von Robert Habeck bei Ihnen ziemlich überzeugend insgesamt. Aber das mit dem Lesen, was Sie auch eingangs erwähnt haben, ich hatte es natürlich vorher gelesen, das Bundesverfassungsgericht hat Beratungszeit angeordnet, nicht einen neuen Notartermin. Und deswegen, und Beratungszeit heißt, man berät über die Sache. Ja, genau. Dazu ist die Ampel offensichtlich noch nicht bereit, was ich für einen erneuten Verfassungsverstoß halte. Das heißt, Sie würden noch mal klagen? Ja, so weit bin ich noch lange nicht. Aber Sie denken darüber nach? Nein, ich denke darüber nach, der Bundestagspräsidentin einen Brief zu schreiben. Und jetzt muss ich, ehrlich gesagt, die haben ja noch gar nichts entschieden. Die Sommerpause ist ja noch eine Kandidatur. Die haben ja noch die Chance, das richtig zu machen. Das muss man auch abwarten. Und ich hoffe auch, dass sie es richtig machen. Ja, aber die haben klar gesagt, da gehen wir nicht mehr ran. Das lassen wir so. Ja, das haben Sie gesagt. Kevin Kühnert hat das gesagt. Ist aber eine Missachtung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, die nicht eine gesagt haben, es muss noch mal einen neuen Termin geben, sondern sie haben gesagt, es muss Beratung geben. Exakt. Und Beratung ist, wenn man eine Sache berät und nicht, wenn man eine Sache einfach... Moment, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es muss noch mal beraten werden. Ja, na klar, wenn Sie die Begründung lesen. Beraten werden. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass es deswegen geändert werden muss, ne? Nein, es muss nicht geändert werden, es muss beraten werden. Und wir von der Union und auch ich persönlich werden dazu eine ganze Reihe, wir arbeiten gerade daran. Das ist sehr viel Material im Rohzustand gerade, wo wir die Ampel fragen werden, wie meint ihr eigentlich das und warum ist dies so? Können Sie mal ein Beispiel sagen? Ich kann viele Beispiele sagen. Also ein leicht zu erklärendes Beispiel ist, wir haben Quartiere im Energierecht, zum Beispiel beim Mieterstrom. Und jetzt haben wir für die Nahwärmesysteme eine völlig neue Regel, was ist ein Quartier? Die Frage ist, warum ist das eigentlich anders als beim Mieterstrom? Da werden Doktorarbeiten drüber geschrieben, wenn wir das so lassen.
Warum ist das im einen Gesetz so geschrieben und im anderen Gesetz anders geschrieben? Warum das sind diese handwerklichen Dinge, die Sie meinen. Das sind diese handwerklichen Dinge. Zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Kraft-Wärme-Kopplung um? Wie gehen wir mit Rest-Gasheizungen um, die als Spitzen, also ich mache 65% Erneuerbaren, aber ich lasse meine ganz alte Gasheizung, wenn es mal minus 15 Grad ist und Strom knapp ist, dann stelle ich sie nochmal für 2 Tage an. Was ist denn dann eigentlich? Was ist mit den Förderungen? Da ist ganz viel unklar. Also da gibt es, also ich könnte die ganze Sendung Ihnen hier voll erzählen mit Dingen, die mir nicht klar sind. Das ist doch gut. Ja. Und ich finde, ich bin doch gewählt worden, um sowas zu klären für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen muss ich mich darum kümmern, ja, das tue ich auch. Aber ist das nicht bitter, wenn Sie, da, Sie beraten das jetzt alles? Sie gehen da mit ganz großer Ernsthaftigkeit dran, wie ich gerade merke. Wir kriegen Sie schon dazu, das zu beraten. Die werden es aber nicht ändern. Abwarten. Ich weiß es nicht, es ist ja deren Entscheidung. Aber wir werden es thematisieren. Die haben es klar gesagt. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Habeck hat es hier gesagt, Kevin Kühnert hat es klar gemacht. Die haben auch alle gesagt, dass sie das an der zweiten, dritten Lesung vor dem Juli zumachen. Ich glaube auch, das wird nicht politisch, haben sie ja geklagt. Das ja. wird politisch total schwer durchzuhalten von der Ampel. Das ist auch so eine, wie so eine Trotzreaktion. Ne? Also so das Gericht zwingt uns zu Beratung und dann ändern wir aber nichts. Also wir tun nur so, als ob wir beraten. Ich glaube, damit kommen die nicht durch. Weil es gibt auch dieses, das nennen Politiker immer das Struck'sche Gesetz nach dem früheren SPD-Fraktionschef. Ja. Kein Gesetz kommt in den Bundestag rein und geht genauso wieder raus. Und das haben Scholz und Mützenich und alle Sozialdemokraten 100.000 Mal öffentlich gesagt. Und jetzt zu sagen, bei diesem wichtigen Gesetz ist es aber nicht so, da wird nichts mehr, das kann ja. man nicht durchhalten. Und aber warum sagen die das jetzt so? Naja, das ist stur und so nein, bockig. Also diese ganze Eile ist ja auch überhaupt nur entstanden, weil die Ampel Angst hat, wenn wir noch mal drüber reden, fliegt es uns wieder auseinander, weil wir ja nicht einer Meinung sind. So. In Wirklichkeit sind sie nicht einer Meinung. Wir haben jetzt einen politischen Formelkompromiss und der soll jetzt durchgeprügelt werden, damit das Thema weggeht, weil das Thema der Ampelparteien sehr schade. Darum geht's, oder nicht? Also es gibt keinen Sachgrund. Ja. Es gibt einen politischen Grund. Und ich glaube jetzt, diese man will Söder für seine Landtagswahl im Herbst nicht immer weiter Futter liefern. Zum ja. Beispiel Schlagzeilen. Immer weitere Diskussionen darüber, Streit. Ja, und das hat ja x Anläufe gebraucht, bis die diesen Kompromiss hatten. Mhm. Und die fragen sich, ob sie noch mal einen hinkriegen. Mhm. Und das ist natürlich aus Ampelsicht verständlich, aber ja. kann kein Grund sein, gegen diese Verfahren zu verstoßen. Ja. Und wie fanden Sie in dem Zusammenhang den Auftritt von Robert Habeck? Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen, das höre ich wirklich selten. Ich meine, Sie sind nicht die Partei. Sondern das ist ja der Hauptgegner in der Koalition, sind ja die Grünen. Und Sie setzen sich jetzt hier hin und sagen, das wollte ich aber überzeugen, was er da gemacht hat. Fand ich gut. Überwiegend. Ja, das geht jetzt nicht mehr weg. Sie loben ihn. Trotzdem sagt er, Frage an Robin Alexander, das ist kein Beinbruch. Darf ich noch begründen? Ja, ja. Ich finde, er war für einen Politiker erstaunlich selbstkritisch. Und das hat mir gefallen, weil er ja gesagt hat, wir haben gedacht, wir sind noch im in der Hochphase der Energiekrise und dann können wir das einfach so durchziehen. Und das ist, also, ich finde, Sie haben es ganz falsch angefangen. Es gibt noch mehr Fehler, die er jetzt vielleicht auch selber nicht so sieht wie ich. Aber ich finde, mit Selbstkritik fängt man eigentlich an. Und das hat mir gefallen. Und das finde ich, das bricht einem auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das beim Gegner mal sagt. Ja, 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 ist aber. Aber sagt dann trotzdem, es ist kein Beinbruch. Das wird uns nicht weiter tangieren. Und dann so mit dieser sehr lässigen Suffisanz. Na gut, wenn die noch eine Woche brauchen, um das besser zu verstehen, dann das kriegen sie halt noch eine Woche. Nicht gut. Ne? Ja, ich glaube, das war nicht so clever, das zu sagen. Das Humor. Ja, weil, also wie gesagt, ich glaube erstmal, dass es politisch schwer durchzuhalten wäre. Mhm. Und dann ist es ja auch wirklich keine kleine Sache. Also es ist ja jetzt nicht ein politisches Spiel, sondern da passiert gerade in Sachen, also wenn das nicht klappt mit diesem Heizungsgesetz, wie auch immer, hat man dem Klimaschutz in Deutschland echt einen Schlag versetzt. Ja. Das muss man so hart, das ist doch schon passiert. Keine kleine Sache. So, und deshalb das ist schon passiert, sagt der Heimann. Finde ich, sollte Habeck da auch hat er wirklich Grund zur Selbstkritik. Was ich in dem Gespräch erstaunlich fand, dass er sich hier hinsetzt und sagt, das erste Gesetz war radikal. Also die alte Greichen-Fassung, die er ja eingebracht hat. Mhm. Das ist ja auch noch dieses, ich hoffe, ich langweile die Zuschauer damit nicht, aber mit den Details, aber das ist ja eigentlich ein neues Gesetz in dem Gefäß des Alten. Ja? Auch das ist eigentlich unseriös, wenn man ehrlich ist, weil dieses alte Gesetz
haben die komplett neu gestrickt. Die Grünen geben es nicht zu, aber FDP und SPD sagen offen, es ist was Neues. Und damit müsste man eigentlich auch noch mal neu anfangen und neu die Experten da ranholen. Und das ist ja auch so, Beratung ist nicht nur die Abgeordneten, sondern da kommen Experten, die sich auskennen und sagen, guck mal Leute, das habt ihr vielleicht gut gemeint, aber wenn ihr das so drin lasst, also das hat schon Sinn, das in Ruhe zu beraten. Deshalb glaube ich, bei aller Habeck-Begeisterung ihrerseits, er hatte auch Grund zur Selbstkritik. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass das macht in der öffentlichen Sendung. Wir sind hier. Schauen Sie, Sie loben die ganze Zeit Habeck und Sie wundern sich, dass nicht Sie, sondern Lindemann CDU-Generalsekretär geworden ist. Wundert sich doch gar nicht. Ich habe keine Aspiration. Wir sind über einen anderen Begriff gestolpert. Vielleicht kann die Regie das einmal kurz zuspielen. Es gab ein ganz interessantes Wort in diesem Gespräch. Und da hatte ich das Gefühl, weil Sie gerade den Staatssekretär Patrick Greichen noch mal erwähnt haben, da kommt so dieses sehr dirigistische von oben nach unten einfach mal Ansagen bis in den letzten Heizungskeller hinein. Da kam das vor. Wir hören mal kurz rein. Der entscheidende Punkt ist, das habe ich an anderer Stelle auch gesagt, dass dieses Gesetz zwei Gründe hatte. Der erste war Klimaschutz. Und der zweite Grund war die Gaskrise, die im letzten Jahr drohte. Das hat dazu geführt, dass wir das Gesetz vorgezogen haben. Wir haben uns ja auch was zugemutet und sehr viele Unternehmen hatten sehr konkrete Angst, dass es eine Gasmangellage gibt, dass sie abgeschaltet werden. Genau. Das war alles real. Deswegen, das ist eingestanden, ist das Gesetz sehr schnell und auch in dem Sinne radikal gewesen und gesagt, dann hören wir damit jetzt auf. Das ist ja unstrittig. Radikal, so. Genau. Das ist ein gutes Wort dafür. Ja, das ist aber auch, das ist so. Das ist zuzugeben. Aber radikal. Kommend aus dem, was hätte passieren können in 22, Winter 23, angemessen. Ich habe ja gerade aufgezählt, was ich gesagt habe. Jedenfalls schien es mir angemessen. Radikal. Ich fand bei dem Argument schwierig. Er sagt ja, damals mussten wir so schnell wie möglich runter vom Russengas. Und deshalb dachten wir, wenn wir alle Gasheizungen sozusagen verbieten, dann das ist ein Beitrag, dass wir vom Gas runterkommen. Wenn man bedenkt, dass auch unser Kohleausstieg immer noch einplant, neue Gaskraftwerke zu bauen, unter anderem in der schwarz-grünen Regierung von NRW, die haben, glaube ich, 9 neue Gaskraftwerke geplant, um den Kohleausstieg vorzuziehen, Klammer auf, auch weil man keine AKWs mehr laufen haben will. Wenn man das alles bedenkt, glaube ich, klingt das Argument besser, als es in der Substanz ist. Radikal. Herr Heilemann, wer hat Sie am Ende dazu bewogen, diese Verfassungsklage anzustreben? Also der wirklich auslösende Moment war die Antwort des FDP-Fraktionsvorsitzenden Dürr auf meine wirklich ganz sachliche Frage, wie viele Seiten kommen da eigentlich und wann kommen sie eigentlich? Genau, Sie stellen diese simple Frage. Genau. Und dann passiert Folgendes. Wir hören mal kurz rein. Wann dürfen wir denn mal mit Texten rechnen? Wann kriegen wir denn die Formulierungsvorschläge eines ja dann in der Substanz völlig neuen Gesetzes? Wir machen es uns eben nicht leicht. Man könnte es ja so machen wie Ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen. Man könnte es ja genauso machen, indem man nämlich am Parlament vorbei und möglicherweise an den Mitgliedstaaten vorbei absurde Dinge forciert. Was ist der Vorschlag Ihrer Parteifreundin? Ihre Parteifreundin sagt, echte Klimaneutralität ist egal. Wir setzen bürokratisch an der Anlage. An jeder Heizung in Europa muss in Zukunft 115% schaffen. Das ist geradezu absurd, was Sie da technisch fordern. Bitte beknien Sie Ihre Parteifreunde in Brüssel, den richtigen Kurs, nämlich den Kurs dieser Koalition einzuschlagen. Das muss doch das Ziel sein. Uns in Deutschland ist nichts geholfen, wenn wir das hier geschafft haben mit der Mehrheit, aber die Europäische Kommission und an der Spitze Ihre Parteifreundin all das torpediert. Das darf nicht passieren. Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten und Ursula von der Leyen überzeugen. Ich danke Ihnen herzlich. Diese Geste. Egal, was Sie jetzt sagen, er wird morgen unser Gast sein. Alles, was Sie jetzt sagen, werden wir morgen gegen ihn verwenden. Was haben Sie gedacht, als das kam? Also Sie haben das ja zusammengeschnitten, es war ja jetzt schon lang. Ja, ich die Antwort genau, war von Ihnen war noch viel länger. So, ja. Sie war in der Sache übrigens falsch. Die Vorwürfe gegen Frau von der Leyen stimmen nicht, könnte ich gerne auseinanderlegen. Aber ich hatte ja eine Frage gestellt, die haben Sie ja dargestellt. Und ich hatte sie vorhin sachlich genannt. Ich glaube, der Zuschauer kann nach der, ich wusste nicht, dass Sie es vorführen.
Und ich kriege so eine Antwort. Da habe ich gesagt, das ist eine derartige Arroganz der Macht, das lasse ich mir nicht gefallen. Das war der Grund, das war am Donnerstag und am Freitag habe ich angefangen zu schreiben. Und ich möchte noch auf eine Ironie hinweisen, wie weit die Ampel es mit diesem Gesetz getrieben hat. Das ist ein Fraktionsführer der Ampel und der wirft jetzt der CDU-Politikerin in Brüssel vor, ein klimapolitisch zu ambitioniertes Vorhaben zu machen, das über das hinausgeht, was die Ampel in Deutschland macht. Also sie haben mit Patrick Greichen angefangen, also ich habe gesagt, selbst radikal, und jetzt sind sie so weit, wir lassen uns doch nicht von Brüssel zum Klimaschutz zwingen. Darf ich mal erklären für die Zuschauer, was da in Brüssel gerade besprochen wird? Hätte ich Sie jetzt direkt gefragt. Das ist total interessant. Er regt sich auch in der Sache völlig zu Unrecht auf. Ne? Ja, und zwar Folgendes. Das, was Sie in Brüssel machen und worauf er anspielt mit den 115%, ist die Frage, welche Auflagen nur die Hersteller kriegen. Genau. Das ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie, die... Jeder Toaster muss eine bestimmte Energieeffizienz haben. Und da ist die Frage, welche Energieeffizienz müssen Wärmepumpen haben? Und da wollen die 115% 2029 vorschreiben. Das hat mit dem Bürger erstmal hier gar nichts zu tun. Das ist die Frage, wenn das kommt, das ist ja noch gar nicht entschieden. Und die Bundesregierung hat da viel mitzureden, im Gegensatz zu mir. Also ich Oppositionspolitiker habe da gar nicht mitzureden. Aber deswegen ist die Antwort an mich doppelt irre. Aber... Also es geht darum, was müssen Hersteller von Wärmepumpen für eine Energieeeffizienz, und die können 115%, können wahrscheinlich sogar 300%. Ich wollte gerade sagen, das ist gar keine große Sache. Genau. Ja. Das ist eine so polemische Antwort gewesen, die einfach gar nichts mit der Sache zu tun hat. Und auf meine, wie ich finde, sehr berechtigte Frage, wann kann ich denn mal anfangen zu arbeiten, so eine Antwort zu geben, da war ich ehrlich gesagt... Und es gibt einen Vorläufer dazu, Frau Konrad, seine Stellvertreterin, die habe ich das auch ein paar Tage vorher gefragt, wann kommt denn das? Da sagt doch Frau Konrad, ich arbeite doch nicht im BMWK, deswegen kann ich doch sowas nicht wissen. Die Frage halte ich nicht für legitim. Im Wirtschaftsministerium. Sie arbeitet nicht im Wirtschaftsministerium. Die sagen doch die ganze Zeit, das sei eine Parlamentsaktivität, das ist die zuständige stellvertretende Vorsitzende bei der FDP. Und dieser gibt mir die Antwort, sie würde nicht im Wirtschaftsministerium arbeiten, was ich weiß, weil sie ist ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende. War ja auch schon ziemlich frech, aber Herr Dürr hat dann die Sache irgendwie die Spitze aufgesetzt. Als Heilmann dann Erfolg hatte, hat ja niemand lauter gejubelt als die FDP. Also Kubicki und Schäffler haben ja, also FDPler gesagt, ja super, dieser grüne Plan ist gestoppt. Zu Recht bestraft worden. Aber da wir jetzt schon so ausführlich schlecht über die Ampel gesprochen haben, sollten wir auch noch mal schlecht über die Union sprechen, finde ich. Das aus Ihrem Mund, das ist ein historischer Moment. Man könnte Herrn Heilmann mal fragen, wie entschlossen seine eigene Fraktion seine heroische Klage beim Verfassungsgericht unterstützt hat. Richtig. Wenn ich einen Vorschlag einreiche. Das wird mir ja immer wieder unterstellt, dass die Kollegen nicht mit mir gehofft hätten. Sie waren rechtlich skeptischer als ich, das ist die Wahrheit. Aber Sie wissen ja, 5 Juristen, 7 Meinungen. Also da gingen die Meinungen auch in unserer Fraktion weit auseinander. Aber erstens waren alle, und zwar sehr rechtzeitig informiert, die wussten schon, dass ich das überlege. Und dann habe ich ihnen nach dem Dürr-Zitat gesagt, jetzt reicht's mir, ich mache es. Und Friedrich Merz hat gesagt, dann ist dein Recht, mach, geh los. Und dann haben sie vor allen Dingen 10 sehr substanzielle Seiten an das Verfassungsgericht geschrieben und meine Argumentation mit weiteren Argumenten unterstützt. Insofern kann man jetzt nicht sagen, sie haben mir nicht geholfen. Ah, okay. Und auch Friedrich Merz nicht. Und das ist einfach, also ich verstehe das ja. Dass sie, sie sind doch jetzt Team Merz. Haben wir doch. Ja, das sagen Sie ja mit dem Unterton, ich sei Team Merz und nicht Team Wüst und ich möchte eigentlich Team CDU sein. Ja, ja, aber aktuell sind Sie eher Team Merz. Das ist unser Vorsitzender, ja, natürlich. Doch, jeder, aber Sie sagen das doch mit einem Unterton. Nein, gar nicht. Ach, nie. Ja, aber das Interessante ist doch, wir sind uns einig. Es brauchte wirklich einen einzigen Abgeordneten, der gesagt hat, ich klage jetzt. Und seine Fraktion hat nicht gesagt, wir stoppen dich. Klammer auf, man kann einen einzelnen Abgeordneten auch nicht stoppen, wenn er das will, weil er frei gewählter Abgeordneter ist. Also da wären die auch mit auf den Bauch gelandet. Aber es ist nicht so, dass es eine offizielle CDU-Aktion gewesen wäre, sondern es war tatsächlich eine Heilmann und seine 2 Freunde im Büro-Aktion. Und das ist schon interessant, dass dieser Wirkungstreffer der Union, genau, den haben eben nicht Friedrich Merz und Co. eingetütet, sondern nur er. Mhm. Ganz prinzipiell, Herr Heilmann, Sie sind ja auch in der Klimaunion, ne? Sie sind ja der Bundesvorsitzende. Ich kann mich davon nicht distanzieren und will es auch gar nicht. Nein, das ist ein Anliegen, das Thema. Ja. Sind Sie zufrieden mit diesem
Gesetz jetzt, wie das kommt? Das Gesetz ist ja ein Puzzlestein in einem Gesamtkonzept. Mhm. Und damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und zwar, Sie wissen ja, dass ich Unternehmer bin, weil die Zuschauer das wissen. Und deswegen gucke ich, was hinten rauskommt. Und ehrlich gesagt, in unserer Amtszeit ist beim Klimaschutz nicht alles gut gelaufen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie ein Märchen erzählen. Also zum Thema hinten rauskommen auch eher wenig. So wenig auch wieder nicht, aber das ist aber vielleicht jetzt für Historiker. Aber was ich sagen will, ist, auf der Basis der Gesetze der Großen Koalition und dem Förderkonzept der Großen Koalition hat es 2022 einen Rekord bei Wärmepumpen gegeben. Hat sich ja bei den Bürgern auch durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen Zug gegeben. Und einen historisch niedrigen Einbau von Ölheizung und Gasheizung. Und dann hat die Ampel gesagt, wir machen das jetzt radikal anders im Januar. Mit dem Ergebnis, dass wir keine Wärmepumpenrekorde haben, sondern einen Rekord an Öl- und Gasheizung. Also genau das Gegenteil von dem, woran liegt es? Die wichtigste Frage ist doch, wer bezahlt die Mehrkosten? Weil es ist am Anfang teurer, in den meisten Bestandshäusern, wir reden nicht über neue Häuser, aber Bestandshäuser, auf eine fossilfreie Energie umzustellen, ist teurer als die Ersatzinvestitionen in der Gasheizung. Ich halte das für richtig, aber wir müssen klar fair teilen, was zahlen der Steuerzahler, was zahlt der Eigentümer, was zahlen die Mieter. Mhm. Kann man natürlich lange darüber streiten, wie man es genau macht. Und das haben sie zuerst mal zurückgesetzt, um dann zu sagen, aber weil wir weniger fördern, stellen wir jetzt ein Verbot ins Schaufenster. Und das halte ich einfach als Transformationsstrategie für grundsätzlich falsch. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Wärmeplanung nicht weitergegangen ist. Auch die muss man vormachen, was heißt Wärmeplanung. Ich muss doch als Bürger, der eine neue Heizung einbaut, wissen, kriege ich irgendwann Fernwärme, kriege ich irgendwann Nahwärme. Das muss ich doch zuerst klären. Und dann kann ich anfangen, Vorschriften über den Heizungsbau zu machen. Außerdem ist die Dämmung wichtiger als die Heizung. Also lange Rede, Sinn, die Reihenfolge ist... Sagen Sie das gerade so? Also ja. Sagen, die Dämmung ist wichtiger als die Heizung? Ja, klar, weil die Energieeffizienz ist ja auch eine Einsparung von fossiler Energie. Sie sagen das so nebenbei und so lässig. Ich habe mich mit Christian Dürr genau über dieses Thema schon so gestritten hier. Weil mir dann immer wieder erzählt wird, nein. Es geht auch alles so. Ich glaube, es ist die Summe aus allem. Genau. Und ich kriege dann auch immer Post von den entsprechenden Lobbyverbänden, die mich dann wieder beschimpfen und sagen, nein. Also das kann man auch mit kleinen Heizungen machen, kleine Heizkörper und so. Theoretisch kann man das auch, aber wenn man mit Leuten spricht, die sich damit ein bisschen auskennen, dann sagen die, das ist ein bisschen wie im ersten Gang über die Autobahn zu brettern. Du brauchst die große, flächige Heizung entweder auf dem Boden oder an der Wand, weil du mit niedrigen Temperaturen da reingehst. Und dann funktioniert das System richtig. Es gibt inzwischen auch Wärmepumpen mit höheren Vorlauftemperaturen. Genau. Das ist sehr kompliziert. Ist es? Für jedes Haus ist nicht dieselbe Lösung richtig. So. Aber sozusagen, wenn ich jetzt an die Ampel gehe, dann ist einfach die ganze Strategie aus meiner Sicht falsch gewesen. Und das ist hochbedauerlich, weil es ja nur Verlierer gibt. Das ist nicht gut für unser Gemeinwesen. Es ist katastrophal für den Klimaschutz. Und das finde ich bedauerlich, aber wir als Opposition haben die Aufgabe, das zu markieren. Ja, ich meine, das ist auch meine Aufgabe. Ich sitze nur in der Opposition. Ja, also das Thema ist Ihnen erkennbar wichtig. Ja. Sie sagen, es ist katastrophal für den Klimaschutz, wenn das so läuft. Und dann kommt Friedrich Merz und sagt, der Hauptgegner in der Koalition sind die Grünen. Also ich habe das... Also ich finde, den Begriff Hauptgegner, den würde ich selber so nie in den Mund nehmen, weder bei den Grünen noch bei den anderen. Nee, sie sind Wettbewerber, in der Politik muss es Wettbewerb geben. Was und ja, aber Hauptgegner, und man merkt das ja auch. Also ja, nach welchem Kriterium eigentlich? Also ich, wenn ich schon so habe, würde ich aus meiner unternehmerischen Perspektive sagen, der wichtigste ist der mit den größten Marktanteilen, wo ich am meisten Stimmen kriegen kann. Und dann ist das jetzt... Das wäre die SPD, oder die AfD. Und ne? Im Osten die AfD. Ja. Ich würde aber auch die AfD nicht als Hauptgegner bezeichnen. Ich finde, wir müssen doch mit hoher Kompetenz sagen, wenn wir das machen würden, würden wir es besser machen. So. Also ist besser als die Aussage. Regierung und besser als die AfD. Das ist eine falsche Aussage. Also ist es jedenfalls nicht meine Aussage. Und ich finde, obwohl Sie ja Team Merz sind, muss ich noch mal kurz daran erinnern. Also bis eben noch. Also ehrlich gesagt, ich bin hundertprozentig loyal zu unserem Partei- und Fraktionsvorsitzenden, weil ich das richtig finde. Aber deswegen muss ich ja nicht jeden Halbsatz, den er sagt, immer derselben Meinung sein. Das ist ja das auch albern. Ja, oder? Also Sie finden es also falsch. Alexander, wie finden Sie das? Was ist das für eine Strategie? Ich meine, man regiert ja auch. Henrik Wüst regiert mit den Grünen. Daniel Günther regiert mit den Grünen. Jetzt mal unter Erwachsenen. Ne? Dass einer in der Opposition sagt, die Regierung ist der Gegner und die Grünen, die halt
da gerade ziemlich meinungsführend sind in der Koalition, sind der Hauptgegner. Da bricht doch nicht die Demokratie zusammen. Nein, das hat keiner gesagt. Franz Josef Strauß über die Sozialdemokratie erzählt. Also das ist doch, also ich finde, das ist so ein bisschen, objektiv ist es für die Union schwierig, weil sie einerseits sich von den Grünen abgrenzen muss und andererseits, wie man so sagt, anschlussfähig bleiben muss, weil es wird ja die nächste, wenn sie die Ampel ablösen wollen, wird es wahrscheinlich werden es die Grünen sein. Sonst ist es wieder die Sozis, die man eigentlich gerade nicht mehr wollte. So, und deshalb ist es wirklich objektiv schwierig. Und ich glaube, so zu lösen, wie es Heilmann gerade gesagt hat, dass er eben nicht gesagt hat, ihr mit eurem Klima alles misst, sondern wie ihr das aufgesetzt habt, ist es genau falsch. Und wir hätten einen anderen Vorschlag. Und dann hätte man eine Debatte, nicht viel Klimaschutz oder wenig, sondern hätte eine Debatte über Wege zum Klimaschutz. Und dann wäre der ganze Laden ist schon eins weiter sozusagen. Mir geht es um was anderes. Es geht ja auch um Glaubwürdigkeit von Politik an dem Punkt. Die Leute sind doch nicht doof. Die sehen doch, mit wem die CDU, die Union überall regiert. In vielen Ländern, nämlich mit den Grünen. Und dann stellt man sich hin und sagt, das sind aber also habituell, kulturell, das geht gar nicht. Die wollen euch alles verbieten. Ja, aber bis vor der Bundestagswahl war es doch umgekehrt so. Da waren die Grünen in der Opposition und haben gegen die Große Koalition geschimpft und haben auch in Bundesländern mit der CDU zusammen regiert. Also das ist einfach, so ist unser Land aufgebaut. Das hat diesmal einen anderen Wumms, wenn man das so ganz offiziell erklärt, finde ich schon. Vielleicht bin ich dazu unsensibel. Ich habe einen Halbsatz genannt. Aber ich glaube, Frau Major stimmt mir zu. Die guckt so verständnisvoll, oder? Man, als Sie das gesehen haben, Merz sagt, in der Regierung, als Sie gesehen haben, also vor allem das war ja, die AfD ist der ideologische Sind Sie da vom Stuhl gefallen, als Sie das gehört haben? Wir müssen die Bundesregierung irgendwie stärker stellen und Hauptgegner in der Bundesregierung sind die Grünen, sagt der CDU-Vorsitzende. Ist das etwas, was Sie erschüttert? Haben Sie jetzt Angst um Frau Major, Vorsicht, das ist eine Suggestivfrage, was Sie hier gerade kriegen, ja? Ich glaube generell, dass man mit Gegnerschaft nicht super konstruktiv umgehen kann. Also vielleicht komme ich aus dem Team Wissenschaft und bin deshalb eh mehr auf Inhalte gepolt als auf politische Streitigkeiten. Deshalb würde ich, glaube ich, generell mit diesem Gegner etwas vorsichtig umgehen. Sein, ne? Ja. Mhm. Also niemand ist meiner Meinung. Ich sehe schon. Ich bin nämlich Team Schäuble, der hat dazu im Tagesspiegel, wie ich finde, genau die richtige Wortwahl getroffen. Natürlich sind die Grünen unser politischer Gegner, wir sind im Wettbewerb, aber sie sind nicht unsere Feinde. Und so hat es Schäuble ausgedrückt. Aber wir sollten auch gar nicht erst anfangen. Ich finde diese Herabsetzung von anderen, was soll das? Ja? Wettbewerber ist doch dann viel konstruktiver, interessanter als Gegner. Das ist ja auch meine Vokabel. Also, aber wenn man jetzt, ich glaube gar nicht, dass die Grünen das so schlimm finden, der Gegner von Friedrich Merz zu sein. Ich glaube, das halten die aus. Da können die trotzdem noch schlafen. Ich glaube, es ist fast eine Notwendigkeit, wenn man weiter bei den Grünen erfolgreich sein will. Ich will noch mal auf was anderes hinaus, weil heute hier ein sehr erfolgreicher Unternehmer sitzt. Die Frage der Anreize. Leute sozusagen mit Anreizen dazu zu bringen, Dinge freiwillig zu machen. Das ist doch sehr interessant, wenn man auch in einem Land wie Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo übrigens der CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff unfassbar viele Windräder aufgestellt hat, sehr erfolgreich in den letzten Jahren und ganz signifikant Strom liefert, zum Beispiel nach Baden-Württemberg. Ja. Und deswegen Intel bekommt, nicht? Und deswegen Intel bekommt? Ja, Intel hat ja... Weil die grünen Strom wollen. Ja, die wollen grünen Strom. Genau, die kommen ja nach Magdeburg. Naja, und 10 Milliarden nehmen sie auch noch mit. Ja, aber die würden sie ja auch bekommen, wenn sie jetzt in einem anderen Bundesland wären. Also das, ist ja, das hat ja mit der Sache nichts zu tun. Die würden sie auch im Sauerland kriegen, Vorsicht. Ja, genau, es ist wahr. Das war einer der Gründe, ne, warum die da hingegangen sind. Absolut, ja. Und hat auch mal, wenn man immer so über Bürokratie schimpft und Verwaltung, ich glaube, die haben da einen echt guten Job gemacht in Magdeburg. Bei der Frage, wie locken wir die hierher? Aber 10 Milliarden sind auch nicht ohne. Hätten Sie das als Unternehmer? Finden Sie das gut, dass die 10 Milliarden kriegen? Also wenn Sie mich so fragen, nein, ich hätte die Entscheidung trotzdem getroffen. Ja. Also, aber sie ist natürlich grenzwertig, das ist schon so. Ja, also Subventionen sind grundsätzlich falsch und man muss Ausnahmen machen. Und nachdem in diesem Bereich sowieso so viele Subventionen ist, war auch Ostdeutschland jetzt eindeutig mal dran. Und insofern hätte ich es auch so entschieden. Mhm. Aber ist nicht ganz unproblematisch. Dieser ganze Subventionswettlauf ist nicht richtig. Den ist ja zwischen Standorten... Inflation Reduction Act zum Beispiel. Die Amerikaner machen das ja auch, die Chinesen machen es auch. Verständnis für die deutschen Unternehmen, die sagen, na, dann gehen wir mal dahin. Klar, also die machen das auch viel unbürokratischer und auch sehr erfolgreich. Und das sollten, also
unser ganzer europäischer und auch unser deutscher Weg ist sehr viel bürokratischer und, glaube ich, nicht erfolgreicher.